Na, erstmal ist es ein Stück, was man fast nie zu sehen bekommt. Das wird leider immer noch nicht wahnsinnig häufig gespielt. Das gilt es immer noch zu entdecken. Schwander der Dudelsackpfeifer ist eine in Tschechien total bekannte Figur. Die kennt man bei uns aber weniger. Und in dem Stück ist er ein unglaublicher Sympath, ein totaler Strahlemann, der aber nicht so richtig die Konsequenzen seines Handelns überblicken kann, einfach aus dem Lustprinzip heraus arbeitet, im Grunde wie so ein Don Giovanni, aber eben weil er dabei so ein Strahlemann ist, verzeiht man es ihm eher. Ja, der Babinski verspricht ihm natürlich erstmal Aufmerksamkeit, Ruhm, auch Geld. Deswegen geht er überhaupt erstmal mit. Er begegnet unter anderem der Eiskönigin, der ist das Herz eingefroren. Sie ist fast fühllos geworden. Durch sein Dudelsackspiel bringt er das Herz zum Schmelzen und sie will ihn auch gleich heiraten. Küsst sie und seine Frau Dorotka, die ihm hinterhergereist ist bei dieser Reise, die erwischt die beiden in flagranti, fordert ihre älteren Rechte ein und die Königin wird unfassbar eifersüchtig und will ihn zum Tode verurteilen. Dem Schafott entkommt er wieder durch den Babinski und dann geht's für ihn in die Hölle. Zum Teufel, der sich furchtbar langweilt in seiner Hölle. Wir arbeiten, was die Sprünge durch die Orte angeht, eher fragmentarisch, fast skizzenhaft. Reißen wir einen Ort an, und zwar so leicht, dass man schnell wegwischen kann und wieder einen neuen Raum hinstellen kann, einen neuen Ort hinstellen kann. Räume sind es gar nicht, sodass hoffentlich ein schöner Sog entsteht, sodass wir mit dem Schwander auf die Reise gehen. Chor ist der große Fun-Faktor bei diesem Stück. Dieses spielen unglaublich lebendig in diesen Szenen. Zum Beispiel spielen sie das Volk der Eiskönigin. Da haben wir uns gedacht, was könnte denn das sein? Daraus ist eine Kolonie Pinguine geworden. Das spielen die mit so einer großen Freude, dass es für uns dann wiederum eine Freude ist, da drauf zu gucken. Und dann spielen sie natürlich die Höllengeister.
es ist so ein vitales, ein so lebendiges Stück, was Erwachsene wie Kinder gleichermaßen anspricht, dass es einfach eine Schande wäre, das auszulassen.